Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt. Heute mit einem Videotutorial zu so einer herbstlichen Verpackung. Die kann man auf zweierlei Arten öffnen. Entweder man macht die Schleife auf oder man zieht das Ganze nach hier oben ab und kann dann die Süßigkeit entnehmen. Das kann man dann hier auch wieder draufstecken. Dann kann man sich nämlich das Neubinden der Schleife sparen. Ja, dann zeige ich jetzt einmal, wie das Ganze gebastelt wird. Brauchen dafür ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier Terrakotta genommen mit den Maßen 11 x 10 cm. Der wird jetzt auf der langen Seite, also mit den 11 cm hier unten anliegend, gefalzt bei 1,5 cm. Das mache ich einmal auf diese Seite rüber, weil ich dann mehr Anlagefläche habe, als wenn ich das jetzt hier versuche, dann kippelt das. Also hier habe ich meine 1,5 cm gefalzt. Ich drehe das jetzt einmal rum, als hätte ich die auf dieser Seite gefalzt und falze dann weiter bei 5 cm, bei 6,5 cm und bei 10 cm. Und dann drehe ich das Ganze einmal auf die kurze Seite und falze bei 1,5 cm. Die Falzlinien kann ich dann noch direkt einmal alle mit meinem Falzbein schön nachknicken. Dann hier, wo diese schmalere Lasche ist, die sind ja die 1,5 cm, hier ist es 1 cm, da schneide ich mir hier einmal diesen kleinen Nupsi raus. Und hier schneide ich jetzt jeweils rechts und links von der Falzlinie und knips mir die so schön weg. Und das mache ich bei den anderen beiden Falzlinien auch. Dann kann ich das Ganze auch schon zusammenkleben. Ich lege mir das jetzt einfach einmal hier rüber. An die Klebelösche kommt dann jetzt entweder ein Flüssigkleber oder ich kann auch Sticky Tape, also das extra starkhaft, eine doppelseitige Klebeband nehmen. Und dann kann ich das hier rüberlegen. Wenn ich sauber gefalzt habe, passt das halt ganz genau. Da sieht man jetzt auch, dass die Klebekante genau bis zu der Falzlinie geht, nicht darüber hinaus. Dass sich das auch alles noch schön knicken lässt. Hier ist jetzt meine Rückseite, wo ich hier auf diese Kante gucke. Klappe ich mir dann jetzt die kleinen Laschen einmal rein. Mache mir hier ein bisschen Klebe drauf. Dann die Lasche von der Rückseite darüber. Und dann kommt die von der Vorderseite da drauf. Dann habe ich hier nämlich auch einen schönen sauberen Abschluss. So, dann brauche ich als nächstes Designpapier. Ich habe jetzt hier das schöne Herbstdesignerpapier genommen mit den Maßen 3,5 x 23 cm. Und den falze ich mir jetzt auf der langen Seite bei 4 cm, 5,7, 14,2. 15,8 und bei 22 cm. Auch die Falzlinien knicke ich mir jetzt einmal nach. Eine Besonderheit gibt es bei der letzten, die knicke ich nämlich genau in die andere Richtung. Dann habe ich nämlich hier einmal ein schönes Deko-Element in Form der Rückseite des Designerpapiers und das dient auch gleichzeitig gleich als Verschluss. Da zeige ich jetzt einmal, wie das Ganze gemacht wird. Und zwar kommt hier jetzt einmal unten Kleber drauf und das klebe ich mir jetzt einmal hier fest. Also so, dass ich hier diese 4 cm Designpapier habe. Hier ist die Schachtel offen. Das legt sich hier dann so schön rum. Kann ich meine Süßigkeit hier auch schon reinstecken.
Dann brauche ich hier ein wenig Kordel, auch passend in Terrakotta habe ich die jetzt genommen. Das sind circa 25 cm. Die lege ich mir jetzt einmal hier drum. Entweder mache ich jetzt hier eine Schleife direkt rein oder es geht ein bisschen einfacher und hält auch stabiler. Dann bleibt aber nur noch die Variante, das Ganze so aufzuziehen, um an die Süßigkeit zu kommen. Ich mache mir hier direkt so einen Knoten rein. Dann kann das Ganze halt auch nicht mehr aufgehen. Und dann kommt die Schleife. Also das hat dann halt nur noch die Schleife selbst einen rein dekorativen Zweck. Natürlich verschließt das Band insgesamt nach wie vor die Schachtel. Und die Lasche, die klebe ich mir jetzt um das Band rum. Also ich achte darauf, dass das Band hier ganz unten direkt in der Falz liegt. Dann habe ich das Ganze noch ein wenig verziert. Zwar habe ich hier das Stempelset für Herbst und Winter genommen und daraus den Text ein paar bunte Herbstgrüße, wobei ich jetzt natürlich nur die Herbstgrüße verwenden wollte oder möchte. Entweder kann ich jetzt vorsichtig mit meinem Stempelkissen wirklich nur das Wort einfärben oder als kleinen Trick. Ich nehme hier Tesafilm und klebe das jetzt so an meinen Acrylblock, dass ich die Wörter, die ich nicht mit eingefärbt haben möchte, abklebe. So. Jetzt natürlich wichtig, das Tesafilm erst wieder abmachen, sonst haben wir einen schönen Matschfleck auf dem Papier. So, das klebe ich mir jetzt mal auf ein Reststück. Ein bisschen unsauber gestempelt. Machen wir nochmal neu. Kann ich gleich auch die andere Variante zeigen. Also man kann das auch vorsichtig so hier in das Stempelkissen tupfen. Dadurch, dass das ein Klarsichtstempel ist, sieht man das ja auch ganz gut. Und dann nur das eine Wort einfärben. Mal schauen, mit welcher Variante man selbst besser klarkommt. Dann nehme ich hier diese Stanze und stanze mir das Wort aus. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen zu viel Rand habe, schneide ich das einfach noch mal ein bisschen kürzer. Und dann klebe ich mir meine Herbstgrüße hier drauf. Passend zu dem Stempelset gibt es auch noch ein Stanzenset und eine Fledermaus und so ein Blatt und noch zwei andere bei sind. Da habe ich mir jetzt schon einmal aus Walnuss und aus Terrakotta diese Blätter ausgestanzt. Das eine klebe ich jetzt hier direkt drauf. Bei dem zweiten, das habe ich hier so ein bisschen überlappend gelassen, da nur im oberen Bereich kleben, dass das Blatt jetzt nicht an den unteren Teil der Schachtel kleben und damit unseren Verschluss zukleben. Und voilà, fertig ist diese an sich wirklich schön schnell gemachte und auch papiersparende Schachtel. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!